Ich bin heute zum Warnstreik gekommen, weil ich es wichtig finde, dass wir für unsere Interessen einstehen. Wir haben nur ein Angebot von 1,3% bekommen. Das ist ein Reallohnverlust. Es kann nicht sein, dass wir weniger Geld bekommen, jetzt wo es nach der Krise der Hütte wieder viel besser geht. Es ist super, dass die Jugend hier komplett draußen ist. Wir zeigen heute, für was wir stehen und was wir verlangen. Wir wollen auf jeden Fall 4,5% mehr Lohn und Gehalt. Wir wollen die Weiterführung von der Altersteilzeitregelung und eine vernünftige Regelung zu Werkverträgen. Und ich freue mich, hier heute knapp 2000 Menschen zum Warnstreik begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Werkverträge lehnen wir natürlich grundsätzlich ab. Wenn wir das Übel schon erdulden müssen, dann muss es aber auch flächendeckend und anständig geklärt werden. Wir haben allein in Salzgitter, hier bei der Salzgitter Flachstall, 1145 Kolleginnen und Kollegen, die 55 plus sind. Da müssen wir schauen, wie wir die zukünftig versorgen können. Das wird die Herausforderung. Die Altersteilzeitregelung, da muss eine anständige Regelung für her. Das muss weitergeführt werden, das ist wichtig. Wir haben Kollegen, die hier ihr ganzes Leben verbracht haben. Der Stahlindustrie geht es zum Glück jetzt wieder ein bisschen besser. Und dazu haben wir, die gesamte Belegschaft, einen erheblichen Beitrag dazu geleistet. Deswegen haben wir halt auch unsere 4,5% verdient, was auf jeden Fall keine utopische Forderung ist. Und die 1,3% von den Arbeitgebern ist meiner Meinung nach halt ein respektloses Verhalten gegenüber der Arbeitskraft. Weil die Mitarbeiter sind letztendlich diejenigen, die für die Unternehmen die Gewinne erwirtschaften. Wenn wir danach gehen, was die Leute hier verdient haben, würden wir uns, glaube ich, noch weiter oben bewegen als das, was wir letztendlich fordern. Für die nächste Verhandlungsrunde wünsche ich mir, dass die Arbeitgeber mit etwas Respekt in die Verhandlungen gehen und uns nicht wieder so ein Angebot machen und uns auch mal anerkennen, dass wir jetzt für die Stahlindustrie gekämpft haben. Das haben wir gemacht, weil wir zu diesem Unternehmen stehen. Das haben wir gemacht, weil wir zur Stahlindustrie stehen. Und das haben wir gemacht, weil wir wissen, dass es unsere Zukunft ist. Also wir werden in Salzgitter darauf drängen, dass wir dann tatsächlich die Instrumente, die wir auf dem Gewerkschaftstag beschlossen haben, also Tagesstreik, Wochenstreik, dann auch nutzen. Weil ich glaube, die Situation haben alle begriffen und das haben wir im Stahlaktionstag auch gezeigt, dass wir auch mit den Arbeitgebern gemeinsam dafür kämpfen, dass die deutsche Stahlindustrie erhalten bleibt. Und wenn man jetzt so tut, als wenn wir dann eben nicht mehr ein Teil dieser Gemeinschaft sind, dann müssen wir eben denen auch wieder ganz schnell klar machen, dass wir auch anders können. Deswegen ist es wichtig, dass alle in die IG Metall eintreten. Nur eine Gemeinschaft kann letztendlich Forderungen durchsetzen. Herzblut steckt bei uns hier definitiv eine ganze Menge drin. Wir sind alle sehr engagiert, nicht nur was die Arbeit angeht, sondern natürlich auch was die Gewerkschaftsarbeit angeht. Ich glaube, das haben wir heute wieder sehr gut zeigen können.